Danke, Herr Präsident Vidal-Quadras, sehr geehrte Kommissarin Ferrero-Waldner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Europa ist der kaufkräftigste Raum der Welt. Und ich glaube, das spricht für sich. Wir sind ein attraktiver Markt für die chinesischen Produzenten und wir sind eine gute Einkommensquelle für die chinesischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir stehen in einer Win-Win-Situation durch günstigen Einkauf und eine Lohnsituation, die nicht der unseren entspricht, können unsere Konsumenten günstige Produkte kaufen und andererseits stehen dreistellige Milliardensummen in China zur Verfügung, um uns auch wieder Produkte abzukaufen. Es geht also um eine gegenseitige Marktöffnung, es geht um einen Abbau der Quoten, es geht um eine Zollreduktion, die auf beiden Seiten zu einer Win-Win-Situation führt. Als Energiesprecher der Europäischen Volkspartei ist mir natürlich das Thema Energie und die Thematik Kyoto ein besonderes Anliegen. Im Bereich der Kohle spielt China eine sehr wesentliche Rolle. 75% der Energie wird aus Kohle produziert und der Kollege Brok nur 1% aus Nuklearkraft. Also wir müssen mit den Realitäten leben. Die 75% benötigen jetzt sehr viel Technologie, um mit Kyoto und der Joint Implementation auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich glaube, dass hier große Chancen für beide Seiten vorhanden sind, genauso wie in der Nutzung der Wasserkraft. China hat hier enorme Möglichkeiten. Weltweit wird hier der größte Wasserkraftanteil verarbeitet und hier gibt es noch viele Ressourcen, die es in Zukunft auszubauen gilt. Ich glaube, dass auch der Rohölverbrauch, der derzeit ungefähr 5,5% des weltweiten Verbrauches ausmacht, große Steigerungen haben wir in Zukunft. Derzeit ist 40% der weltweiten zusätzlichen Nachfrage nach Öl aus China. Wir sehen, Energie ist eine zentrale Herausforderung und ich würde die Kommissarin bitten, das auch beim Gipfel dementsprechend anzusprechen. Danke.